Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zurück zu Salambo. Ja, wir müssen jetzt hier noch einen Spieler auswählen. Ich denke mal, wir nehmen mal einfach das hier. Ich weiß zwar nicht genau, was das darstellt. Sieht ein bisschen aus wie Wasser. Auf jeden Fall finde ich das irgendwie witzig. So, und dann starten wir auch hier direkt in ein neues Spiel. Dies ist die Geschichte von Spendius, dem Überlebenden. Er ist weit gereist und hat viele Berufe ausgeübt. An dem Tag, als die Bewohner Karthagos ihn gefangen nahmen und in ihrer großen Stadt zum Sklaven machten, hat sich sein Schicksal zum Schlechteren gewendet. Im Herzen der Stadt, im heiligen Bezirk, erheben sich großartige Tempel. Salambo, hohe Priesterin der Tanit, ist strahlend schön. Doch Spendius kann sich nicht an den Wundern Karthagos erfreuen. Er arbeitet bis zur Erschöpfung und wird von den Aufsehern, die ihn ständig scharf beobachten, wegen der kleinsten Nachlässigkeit ausgepeitscht. In einem geheimen Verlies, scheinbar vergessen, verflucht Spendius sein Schicksal. Um seine Freiheit wieder zu erlangen, ist er zu allem bereit. Ja, und da sind wir jetzt auch mitten im Spiel. Und zwar, ihr seht schon, das Ganze aus der Ego-Perspektive hier mit der 360-Grad-Sicht. Und ihr habt jetzt hier schon gesehen, die ersten Mauscursor, hier zum Beispiel diese Kralle, die da so, ja, danach greift, das ist also zum Einsammeln. Und das werden wir auch mal machen, denn unser Weg führt uns hier raus. Ihr seht die Hand, die jetzt da drauf zeigt, das ist also der Ausgang, da kommen wir aber momentan noch nicht hin, selbst wenn ich klicke, passiert also nichts. So, und diese Zahnräder, die hier manchmal kommen, heißt also, dass ich da irgendwas benutzen kann. Aber ich denke, wir werden hier erstmal diese Knochen einsammeln. So, und jetzt können wir mit Rechtsklick das Ganze in unser Inventar ablegen. Also haben wir jetzt hier schon Knochen und die große Tibia. Die Tibia ist im Übrigen das Schienbein. Und damit hat sich hier aber auch das Menü geöffnet, in dem wir allerlei Sachen machen können. Zum einen haben wir hier den Spielcharakter. Das ist also Spendius. Ihr seht, wir sind gefesselt. Und ja, momentan also noch Sklave, so sieht der Gute aus. Es wird später noch wichtig hier das Menü, aber da kommen wir dann direkt nochmal später dann drauf zurück, wenn es wirklich wichtig ist. Okay, dann erstmal wieder zurück. Und ansonsten hätten wir dann hier noch eine Karte, die jetzt auch noch nicht freigeschaltet ist. Und das Logbuch, sowas wie unser Tagebuch, in dem dann alles nochmal erzählt ist oder aufgeschrieben ist, was bisher so passiert ist. So, und damit würde ich sagen, schauen wir erstmal und sammeln hier die nächsten Knochen ein. So, mit Rechtsklick wieder ins Inventar, ist ein bisschen umständlich. Und hier das nächste. So, und jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. Sehr feste Knochen, die Tibia und Knochen. Und ich würde sagen, mit den ganzen Knochen können wir uns hier einen Turm bauen. Und zwar nehmen wir erstmal die sehr festen Knochen. So, und die sind jetzt hier in dem Zahnrad und wenn das Zahnrad da so leuchtet, dann können wir die also verwenden. Und dann werden die hier so aufgeschichtet und dann kommen die festen Knochen, die bauen wir da drauf. Und dann noch die Knochen. So. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier also durchzukommen. Und schwupps, sind wir hier draußen. So, schauen wir uns erstmal kurz um, erstmal ein bisschen orientieren. Okay. Da hinten sitzt die Wache, die scheint offenbar zu schlafen. Wir gehen mal kurz hier rein, die Tür ist offen. Okay, was haben wir hier? Keine Fenster, keine Möglichkeit zur Flucht, aber hier liegt was, ein Seil. Stecken wir ein. Und dann geht's hier raus. Okay, dann würde ich sagen, nähern wir uns doch mal hier der Wache. Denn hier die Türen, die sind alle zu. Ja, da kommen wir nicht rein. Okay, gehen wir ein bisschen näher ran. So, und jetzt... Oh, ja, müssen wir wohl oder übel... der Wache hier eins überziehen. Tja, wozu Knochen alles gut sein können, nicht wahr? Taugen auch als Waffe. Ja, ihr seht schon, Spendius geht hier wirklich über Leichen. Also, wie gesagt, er will seine Freiheit wiederhaben, koste es, was es wolle. Und das werden wir eben auch so spielen. Wir sind hier wirklich so ein bisschen
Der kleine Widerling. So, wir klauen uns jetzt hier mal den Schlüssel. Und schauen doch mal, ob wir nicht hier die Türen öffnen können. So. Ja, das sieht gut aus. Tür ist auf. Dann gehen wir mal rein und schauen, was es hier gibt. Okay, hier haben wir schon mal ein Fenster. Aber das ist vergittert. Das nutzt uns überhaupt nichts. Und hier hat jemand irgendwie so ein Bild gemalt. Und hier ist aber sonst auch nichts. Es hier scheinen immer so diese Schlafplätze zu sein. Aber hier ist ein Hocker und den können wir mitnehmen. Machen wir das auch mal. Gut. Dann erstmal wieder raus hier. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal eins weiter, weil hier kann man erstmal auch so nichts machen. Nee. Gut, dann gehen wir mal weiter. So, die Tür ist auch verschlossen. Hier in den Schrank kommen wir auch nicht. Und hier auf dem Tisch liegt eigentlich auch nichts weiter, was wir gebrauchen können. Ihr merkt auch so, ja, wir können uns hier nichts anschauen, außer das, was ich jetzt selber sehe. Aber Spendius gibt dazu keinen Kommentar ab. Das macht das Ganze auch teilweise ein bisschen schwierig, weil er gibt natürlich dadurch auch überhaupt keine Hinweise, ob jetzt was schon gelungen ist oder nicht oder wie man was machen könnte. Da muss man halt als Spieler dann selber drauf kommen. Okay, wir benutzen jetzt erstmal hier den Schlüssel und öffnen die Tür. Okay, und hier ist jemand, der hängt da. Sieht einer von euch den Kopf? Wow, okay. Schon etwas brutaler hier. Okay, hier haben wir aber wieder ein Fenster und da müssen wir durch. Aber momentan schaffen wir das noch nicht. Ich würde sagen, wir platzieren erstmal den Hocker hier. Kommen wir jetzt da hoch. Kann uns das irgendwas... Das nützt uns erstmal nichts. Wir brauchen nämlich noch was. Wir müssen erstmal die Gitterstäbe beseitigen. Ja, und dazu werden wir uns wohl hier die Korbel zum Nutzen machen müssen. Wir binden das mal los. Oh mein Gott, das sieht irgendwie schon... Ich möchte gar nicht genau wissen, was die hier mit dem angestellt haben. Okay, dann hier das Seil, das wir eingesammelt haben. Das binden wir hier mal dran. Und jetzt würde ich sagen, kommt das Ganze hier ans Fenster. Und dann geht's mal los. Wir kurbeln. Okay, damit ist der Weg für uns frei. Und das können wir auch alles gar nicht mitnehmen. Der Kumpel, tut mir leid für dich. Du musst leider hier bleiben. Wahrscheinlich würde ihm die Freiheit auch nicht so viel nützen. Aber wir gehen mal raus. Okay. Wo jetzt denn? Da steht eine Wache. Das ist nicht der richtige Weg, würde ich mal sagen. Da sind wir hergekommen. Hier hoch geht's nicht. Tja, dann müssen wir wohl die Flucht nach vorn antreten. Denn in die Richtung möchte ich wirklich nicht. Okay, dann gehen wir mal lang. Vorsicht! Im heiligen Bezirk wimmelt es von Soldaten. Okay. Wenn man euch fängt, werdet ihr gekreuzigt. Entlaufenen Sklaven schenkt man keine Gnade. Ja, ich bin kein entlaufener Sklave. Ich glaube, das brauchen wir nicht erzählen. Das glaubt uns sowieso keiner mit unseren Handfesseln. Das bringt uns nichts. Würde ich mal sagen, bleiben wir bei der Wahrheit. Und ihr seht, das ist also hier das Dialogmenü. Einfach eine Antwort auswählen und anklicken. Und dann würde ich mal sagen... Tja, ich heiße Spendius. Und wer seid ihr? Ich bin Salambo, Tochter Hamilkars und Hohepriesterin der Tanit. Die Göttin ist mir im Traum erschienen und befahl mir, hierher zu kommen. Da ich euch hier begegne, hat sie euch zu meinem Boten ausersehen. Wenn ihr mir in allem gehorcht, werde ich euch bei der Flucht aus Karthago helfen. Sehr interessant, aber was will sie denn eigentlich von uns? Was wollt ihr von mir? Draußen vor der Stadt lagert ein Söldnerheer. Ihr wichtigster Anführer heißt Mato. Er hat sich großen Ruhm erworben, als er für Karthago gegen Rom kämpfte. Er fiel mir während eines Banketts auf, unsere Blicke kreuzten sich und ich kann ihn nicht vergessen. Ich liebe ihn. Findet ihn und erzählt ihm das. Sagt ihm auch, er soll bei meinem Vater um meine Hand anhalten. Um meine Liebe zu ihm zu beweisen, bringt ihr ihm eine kleine Statue, die mein Antlitz trägt. Okay, tja. So schnell geht das mit der Liebe. Aber ihr habt auch gehört, sie ist also nicht nur Hohepriesterin der Tanit, sondern auch die Tochter von Hamilkar, den ich ja bereits erwähnt habe. Ja, diesen Feldherr, der also für Karthago sich verdient gemacht hat. Sie ist also wirklich
eine hochgestellte Persönlichkeit. Ja, aber welch seltsamen Auftrag vertraut ihr mir da an? Ich möchte mehr darüber wissen. Vertraut ihr mir nicht? Dann stellt mir Fragen und ich beantworte sie. Das hört sich doch gut an. Woher wisst ihr, dass Mato genauso führt wie ihr? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, die haben nicht einmal miteinander gesprochen und sich nur gesehen? Da ich ihn liebe, muss er ebenso empfinden. Die Göttin würde es sonst nicht zulassen. Schließlich bin ich ihre Adoptivtochter. Habe ich sie nicht Zeit meines Lebens verehrt? Wie könnte sie zulassen, dass meine Liebe unerwidert bleibt? Ah, also so ist das natürlich eine gute Erklärung. Die Göttin hat das also so geplant. Eine hohe Priesterin Tanitz kann nicht einfach ihren Tempel verlassen und die Riten vernachlässigen. Ich muss strenge Regeln einhalten. Alles klar, ich habe gerade vergessen, das vorzulesen. Also warum sprecht ihr nicht selbst mit ihm? Und sie meinte also, dass das nicht funktioniert als Priesterin. Warum ich? Habt ihr keine Diener? Die anderen Priesterinnen würden mir gern einen solchen Dienst erweisen, doch sie schwätzen zu viel. Bald wüsste die ganze Stadt von meinem Geheimnis. Ja, das würde wahrscheinlich auch nicht so gut ankommen. Aber, ja, ist die Frage natürlich, würde ihr Vater Mato akzeptieren als Schwiegersohn sozusagen? Ja, warum sagt sie nicht einfach ihrem Vater Bescheid? Der soll das dann in die Wege leiten. Zwischen uns gibt es keine Liebe. Mein Vater ist ein Machtmensch, der meine Ehe wie eines seiner Bündnisse betreibt. Wenn ich ihm von meiner Neigung erzählte, würde ihn das nur gegen mich aufbringen. Nein. Statt meiner muss Mato mit ihm sprechen. Er ist mächtig. Man respektiert ihn und mein Vater wird auf ihn hören. Tja, da hat sie wohl recht. Okay, dann meine Neugier ist befriedigt. Und wenn ich mich weigere, ich nehme an, das würde uns jetzt nicht so viel bringen. Ich meine, wie sollen wir hier wegkommen? Sie hat ja jetzt praktisch schon gesagt, sie hilft uns, wenn wir diese Statue abliefern. Aber wir können ja trotzdem mal nachfragen. Wie wollt ihr denn ohne meine Hilfe aus der Stadt kommen? Und was habt ihr vor, sobald die Wälle hinter euch liegen? Allein die Wüste durchqueren? Die Sklavenjäger würden euch sofort aufspüren. Nein, ihr braucht Mato. Nur er kann euch Unterschlupf und Schutz geben. Okay, das heißt, wir können mit dieser Statue auch Matos Vertrauen erringen und er würde uns dann helfen? Ist natürlich praktisch. Ich bin verzweifelt. Ich könnte euch zwingen, mir zu helfen. Na, ich glaube mal, wir haben da hinten schon eine Wache gesehen und das wird sicherlich nicht die einzigste sein. Und ich glaube, es ist nicht so klug, eine hohe Priesterin anzugreifen. Ich nehme an, wir würden dann nicht sehr weit kommen. Aber ja, ich spreche das trotzdem mal an. Ich fürchte mich nicht vor euch. Sobald ich meine Stimme erhebe, erscheinen 15 Wächter und erschießen euch auf der Stelle. Ja, so in etwa habe ich mir das vorgestellt. Dann würde ich sagen, ich nehme euren Vorschlag an. Sagt mir, wie ich von hier wegkomme. Sind euch im Hof die Pferde und Wagen aufgefallen? Bald wird der Schatzmeister Hannon mit seinem Geleitschutz Karthago verlassen, um den Söldnern ihren Sold zu bringen. Versteckt euch in den Säcken, dann könnt ihr unbemerkt die Stadt verlassen. Rasch! Möge Tanit euch schützen. Okay, so erstmal die Statue wegpacken hier. Und schauen wir mal hier, das sind offenbar die Pferde und hier sind die Säcke. Dann würde ich sagen, verstecken wir uns da mal und hoffen, dass wir sicher aus der Stadt kommen. Der Flüchtling folgt den Anweisungen Salambos und versteckt sich in den Säcken Hannons, des Schatzmeisters. Auf diese Weise gelingt es ihm, sowohl den heiligen Bezirk als auch die Stadt zu verlassen, ohne entdeckt zu werden. Hannon und seine Eskorte sind unterwegs zu den Söldnern, die außerhalb der Stadtmauern lagern. Diese haben Karthago während eines langwierigen Krieges gegen Rom gedient, den die Stadt schließlich verlor. Ungeduldig erwarten sie die Auszahlung ihres noch immer ausstehenden Soldes. Nach wenigen Schritten bleibt Spendius vor dem Lager der Söldner stehen. Der Schatzmeister spricht zu den Männern, während sein Übersetzer für diejenigen dolmetscht, die die karthagische Sprache nicht verstehen. Hannon befiehlt den gallischen Söldnern zuerst vorzutreten und ihren Sold zu empfangen. Die anderen sollen der Reihe nach folgen. Während dieser Ansprache verlässt Spendius sein Versteck. Von den Ketten um seine Handgelenke behindert, lässt er versehentlich die Statue fallen, die er Mato geben soll.
Wie wird der Söldnerhauptmann reagieren, wenn er statt eines Geschenks nur Scherben erhält? Eine drängende Frage, denn Spendius braucht Mattos Hilfe, um den Karthagern zu entkommen, die ihn bestimmt suchen werden. Das hört sich ja nicht so gut an für uns. Jetzt hat er auch noch die Statue kaputt gemacht. Tja, ich denke mal, wir sollten auf jeden Fall uns trotzdem auf den Weg zu Mato machen. Wir müssen nur rausfinden, wo es hier lang geht. Aber das machen wir erst im nächsten Video, denn die Zeit ist erstmal um. Also bis dann. Tschüss.